Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem, ja, weiß nicht, ob das jetzt über 2 Tage laufen wird, ich denke mal schon. Ich fange jetzt an und zwar am Samstagabend 19.20 Uhr, ich mache mal hier kurz die Tür zu, Momentchen, weil die ganze Familie ist irgendwo im Haus verstreut, wir haben gerade auch zwei mehr. Ne, gestern ist schon Christians Kumpel Flo dazugekommen übers Wochenende. Und jetzt ist meine Schwester mit ihrem Freund und Alinchen abgedüst und haben hier Ryan gelassen, weil ja die Pfadfinder morgen eine Veranstaltung haben, hier bei uns nicht weit. Und ja, damit man nicht hin und her fahren muss, sind immerhin fast, ich glaube 15 Kilometer oder so, die man dann fährt, 20 sogar vielleicht, zu meiner Schwester. Ja, morgen früh, dass da keiner von denen herkommen muss und rein herzubringen, der ist auch bei den Pfadfindern, haben die ihn hier gelassen. Die waren hier zum Tee, seit um kurz vor 4 gerade eben gefahren. Wir hatten ganz schön Zeit zusammen verbracht, waren spazieren, dann haben wir ganz, ganz viele schöne Fotos draußen bei uns hier an dem Blumenbeet gemacht. Ja, ich wurde gefressen, überall, das ist Katastrophe. Wie kommen die Mücken unter die Uhr? Ich habe einmal hier einen Mückenstich und einmal hier. Und das ist keine Allergie. Das wurde ja jetzt gerade nachgewiesen, ne, getestet. Keine Nickelallergie. Das ist Mückenstich. Habe ich vorhin die Uhr abgemacht, weil ich mir Finistil drauf geschmiert habe. Und meine Schwester meinte, ja, das ist echt interessant, wie die da jetzt hinkommen. Auf jeden Fall wurde ich gefressen. Meine Schwester auch. Wir schmecken anscheinend sehr gut beide. Ja, jetzt wärme ich hier die Suppe auf, was noch übrig ist. Für die Bande zum Abendessen. Die Nachbarn machen da draußen Krach noch. Ja, ist eine Baustelle nebenan. Hört man durchs Fenster, nicht wundern. Und ich muss was für die Pfadfinder für morgen zum Mitnehmen machen. Ne, die sind ganz lange unterwegs morgen, haben eben diese Wendland-Challenge. Das ist ein langer Lauf, wo sie da irgendwelche Sachen erledigen müssen und so weiter, mit einem Picknick zwischendurch. Und für dieses Picknick mache ich jetzt was für meine Familie. Und zwar mache ich Rohkuchen, die kennt ihr doch schon von mir, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich die letztes Mal gemacht habe. Ich glaube, das letzte Mal war auch für die Pfadfinder. Ja, ich mache da auch immer frei Schnauze, weil das ist, ja, das mache ich seit ich, keine Ahnung, wie alt war ich das erste Mal? 12 oder so vielleicht? Also, ja. Man nimmt normalerweise Buttermilch, habe ich auch hier. Aber oft nehmen wir auch dann Quark mit rein, dann schmecken die noch ein bisschen anders. Diesmal nehme ich noch ein bisschen Joghurt, einfach auch für die Menge mit dazu. Ja, und ich kann ja gucken, vielleicht kann ich Pi mal Daumen euch wenigstens ein bisschen sagen, so annähernd, wie viel das ist, was ich jetzt hier nehme. Ja, ich mache die heute, weil ich einfach keine Lust habe, morgen um 7 Uhr schon aufzustehen und hier in der Küche was zu machen. Morgen ist Sonntag, unser Hochzeitstag, der kirchliche, ne, und so weiter. Also da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ich bin schon froh, dass ich dann die hier verabschiede im Frühstück, ne, rein, easy und so. Deswegen mache ich die heute, auch wenn sie morgen dann nicht mehr ganz so frisch sind. Aber ja, ist dann halt so. Und das Video wird dann über 2 Tage sein. Heute, Samstag, werde ich garantiert jetzt nicht dieses Video extra noch schneiden. Der kommt, die Rohkuchen, die kommen einfach in so einen Wochenend-Vlog. Mal gucken, was wir morgen alles aufnehmen. So, Bertha ist am Start. Und los geht's. Ich habe Buttermilch, eine große, was ist das, Becher, einen großen Becher, 500 Gramm steht drauf. Und die gebe ich jetzt einfach in die Schüssel rein. Genau wie diese 150 Gramm Joghurt, wenn ich bloß einen Löffel hätte, ich hole einen. So, Joghurt kommt auch mit rein. Dann 4 Eier auf diese Menge. Normalerweise nehme ich, wenn ich nur eine Packung Buttermilch nehme,
nur 3 Eier. Ich nehme jetzt 4 Eier. Ich muss die Suppe umrühren. Moment. Nicht, dass mir das Ganze anbrennt. So, Buttermilch, Joghurt, Eier. Ein bisschen Salz. Heute mache ich die wieder etwas süßer, die Rohkuchen. Normalerweise mag ich die lieber, wenn die etwas salziger sind. Dann kann man die wirklich auch zu allem Möglichen essen. Aber meine Familie mag die lieber süßer. Deswegen auch nur wenig Salz. Dafür aber mehr Zucker. Ich habe jetzt hier den 125er Cup. Den nehme ich einmal voll. Und dann noch ein bisschen. Nicht zu viel, aber ich denke mal so 140 Gramm Zucker habe ich jetzt drin. Und dann wird das Ganze umgerührt. Nicht so stürmisch. Einfach mal die Eier mit Buttermilch und so verrühren. Auch ein bisschen den Zucker einrühren. Der muss jetzt nicht unbedingt komplett aufgelöst sein, wird ja noch. Und dann habe ich hier, das nehme ich aber nicht jedes Mal, Butter. Ungefähr 100 Gramm geschmolzen. Gebe ich auch noch mit dazu. Und der Rest, was wir noch brauchen, ist Mehl und Backpulver. Und da es ein bisschen mehr ist, nehme ich 1,5 Päckchen Mehl und Backpulver. Und wie viel Mehl, ich denke mal bei dieser Menge Flüssigkeit, was haben wir denn jetzt? 500, 650, 750 Milliliter plus 4 Eier. Brauchen wir definitiv mindestens 1 Kilo, 200 Gramm oder so. Und Backpulver auf jeden Fall nicht vergessen. Und einfach nur verkneten. Ich werde garantiert auch gleich den Kniethaken einsetzen und nicht mehr den Rührer, weil sonst wird der Teig zu schwer für den Schaft. Ich tausche jetzt einfach mal den Rührer gegen den Kniethaken und knete weiter. Und die Suppe ist gleich fertig, muss ich gleich die Family abfüttern. Überall juckt es gerade, alles. Ich wurde schon auf dem Weg, als wir Berg hochgegangen sind, beim Spazieren, direkt in den Hintern gebissen. Richtig schlimm. Ich schmecke anscheinend sehr gut. Die lieben mich, die Viecher. So, der Teig ist noch zu flüssig, logischerweise. Aber ich lasse ihn jetzt ein paar Minuten ruhen. So 20 Minuten, ja, so lange brauche ich jetzt, um die Family abzufüttern, ne? Das ist jetzt diese große Menge. Den knete ich gleich noch ein bisschen auf dem Tisch weiter, aber erstmal darf er ein paar Minuten ruhen und ich decke jetzt den Tisch und gebe meiner Monsterbande hier was zu essen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt gegessen, die Raubtierfütterung ist abgeschlossen. Ging ziemlich schnell. Die Suppe ist alle. Komplett weg. Nichts mehr da. Ich nehme mal meine Ringe ab. Und ich lege jetzt los mit Rohkuchen fertig machen. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen den Kamm auf dem Tisch kneten, weil das hier sehr oder noch ziemlich flüssig, klebrig ist, aber man soll auch nicht zu viel Mehl, nicht mit Mehl erschlagen, damit es auch besser aufgehen kann gleich beim Backen und vor allem auch besser schmeckt.
Ja, einfach ein bisschen Mehl noch hier einarbeiten, sonst ist es viel zu klebrig. Der Teig soll noch sehr, warte mal, elastisch sein, nicht zu fest machen. Und jetzt wird das Ganze einfach ausgerollt, so um die 5, 6, vielleicht 7 mm dick. Aufpassen, dass euch nichts kleben bleibt. Immer schön Mehl drunter und auch drauf geben. Ich mache schon mal die Pfannen an. Ich mache wieder heute in Stereo, damit es schneller geht. Und dann wird einfach geschnitten. Die Randstücke lasse ich jetzt einfach mal so. Und dann ungefähr 6 cm breit und so lang, wie ihr das haben wollt. Und jetzt in jeden, also in Vierecke, in jedes Viereck einfach in die Mitte ein Loch reinmachen, so längst. Und dann ein Ende durch das Loch durchziehen. Fertig. Mehr ist das nicht. Man kann die Dinger natürlich auch so lassen, ne, viereckig wie die sind. Aber das ist ein bisschen schöner, wenn man da jetzt eine Form gibt dem Ganzen. Und dann habe ich hier in den Pfannen einfach Öl, ganz normales Pflanzenöl. Das wird jetzt heiß und die Dinger werden da drinnen von beiden Seiten ausgebacken. Also ihr Lieben, fertig. So lange hat das gar nicht gedauert. Und das ist jetzt die Ausbeute. Das ist jetzt der kleine, wirklich kleine Berg. Ich habe schon größere gemacht. Rohkuchen, die ich für die Pfadfinder für morgen so auf die Schnelle gebastelt habe. Mein Mann telefoniert gerade im Wohnzimmer mit seiner Co-Leiterin. Walla hat gerade angerufen und meinte, Ira, mach nicht so viel. Und Ira, ja, zu spät. Na gut, die freuen sich alle. Ryan hat auch schon probiert und meinte, Tante Ira schmeckt gut. Also, ja, bin ich zufrieden. Und jetzt setze ich mich dran und mache wenigstens ein kurzes Buchvideo noch für euch. Und dann ist mein Tag, denke ich mal, zu Ende. Und morgen, weiß ich nicht, mal gucken, was wir morgen alles machen. Nehme ich euch mit. Also, gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Jetzt ist es schon der nächste Tag, also der Sonntag, irgendwas gegen Mittag. Die Pfadfinder sind weg und ja, ich nehme euch einfach mit. Also ich krieg das alleine nicht hin, das müsst ihr machen, ich werde nur kommandieren. Ja, schon klar. Ne, also erstmal muss ich ein bisschen Erde rein tun, damit da auch von unten was ist. Ah, ja. Das Problem ist, dass das Ding ja im Topf ist. Ja, dann müssen wir das in den Topf verlassen. Ja. Aber erstmal warten, bis nochmal da ein bisschen Erde reingemacht hat. Ich habe heute erstmal ein bisschen länger geschlafen und dann ausgiebig in Ruhe gefrühstückt mit ein paar Videos von anderen YouTubern. Und jetzt habe ich mir meine ganzen Jungs runtergepfiffen, die wollten heute ja nicht mit zu dieser Wendland-Challenge und die müssen mir helfen. Ich habe die Palme jetzt umgetopft oder mit den Jungs haben wir die Palmen umgetopft. Die eine ging relativ schnell und einfach, aber wir haben das eben im Wohnzimmer gemacht und nicht auf der Terrasse, weil das Ding echt ziemlich groß, schwer und sperrig ist. Wollte ich jetzt nicht hin und her schleppen. Ja, mit der zweiten Palme war das ein bisschen komplizierter. Guckt, man kann es sehen, wie die schon durch die Löcher im Untertopf durchgewachsen ist. Ich habe erst mal gedacht, jetzt muss ich irgendwie den Topf abkriegen, wegschneiden. Christian hat so einen Bolzenschneider geholt und versucht das erstmal. Dann haben wir aber gedacht, ach was,
Vielleicht passiert nichts, wenn wir einfach die Wurzeln abmachen, die da so durchgewachsen sind. Ich hoffe, das stimmt auch. Ich hoffe, die berappelt sich dann auch und wird nicht mehr kaputt gehen, weil wir die Wurzeln abgeschnitten haben. Also die Kundigen unter euch können mir das gerne jetzt sagen, wie das ist. Ja, und dann pflanzen wir die auch um in einen größeren Topf. Also für die ganz große Palme habe ich einen neuen Topf gekauft gehabt und den vorherigen nutzen wir jetzt einfach für die etwas kleinere Palme. Ich hoffe, das wächst alles weiter und geht mir nicht ein. Jo. Und dann muss natürlich dieser Dreck, den wir da produziert haben, weggesaugt werden. Rafi hat den neuen Staubsauger geholt und ich sauge das alles einmal schnell weg. Rafi holt mir dann auch schon die Gießkanne mit Wasser, dann wird das Ganze gegossen und fertig. Habe ich jetzt ein paar Wochen lang vor mir hergeschoben. Und dann muss Christian ran. Isabel ist ja nicht da, also habe ich ihn gefragt, ob er mir hilft. Und das macht er auch. Wir färben jetzt meine Haare lila. Wieder die Farbe ist rausgewaschen, die ich vorher hatte. Ne? Und dann wurde auch die, ja, was noch dran war, abgeschnitten beim letzten Friseurbesuch. Jetzt muss wieder frische Farbe dran und das macht mir jetzt mein lieber Christian. Ich kann natürlich das Ganze auch selber, aber es ist einfach angenehmer, wenn das jemand anderer macht. Und so, ja, entstehen auch keine Flecken oder so. Er kann dann besser sehen von oben und auch hinten, ob überall Farbe drauf ist oder nicht. Die weiße Strähne ist Natur, die ist ja von Geburt an da. Und die nimmt keine Farbe an. Das ist Pigmentstörung. Deswegen fummel ich die immer raus und versuche das immer ja, so vorsichtig zu färben, wie es geht, damit keine Farbe draufkommt. Die bleibt sonst wirklich mindestens 5 Töne heller. Ein paar weiße Härchen haben ein bisschen Farbe abbekommen und die sind jetzt hellpink. So sieht's aus. Jetzt ist auch schon die halbe Stunde rum. Die Einwirkzeit und ich spüle die Farbe aus, wie es halt auf der Verpackung steht. Halt, ne? Mache ein bisschen von diesem Conditioner rein, lasse ein paar Minütchen einwirken und spüle das nochmal aus. Und jetzt wird einfach nur geföhnt, ein bisschen Tagescreme wieder aufs Gesicht geklatscht und dann fertig. Also mein T-Shirt muss ein bisschen auch geföhnt werden, weil nass geworden ist. Aber ansonsten bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt so hält. Ich weiß, dass diese Farbe nicht ewig hält. Die wäscht sich dann immer raus. Und dann habe ich vorhin eine Waschmaschine angeschmissen gehabt. Die ist natürlich fertig. Ich hole die Wäsche raus, stecke gleich die nächste rein. Die Jungs haben ihre Wäsche runtergebracht. Mache die Maschine an. Es werden heute insgesamt 3, aber in der dritten sind nur Badezimmerteppiche. Jetzt ist die erste fertig, die zweite dreht ihre Runden und ich gehe raus. Hab mir Raphael gerufen, damit er mir hilft. Er hat aber jetzt nur beim Wäscheabnehmen, die von Freitag, geholfen. Dann hat er die ins Haus gebracht und nicht wieder rausgekommen. Ist immer das Gleiche mit den Kindern. Naja, so schlimm ist das nicht. Ich hänge jetzt die Wäsche auf. Ein Teil auf die Leine und damit ich Platz für die nächste Waschladung habe, habe ich dann so kleinere Sachen wie Socken und Unterhosen auf so eine Wäschespinne aufgehängt. Die habe ich dann einfach so hingestellt. Ich habe mich extra entschieden, unterm Dach wieder aufzuhängen, für den Fall, dass es mal wieder regnen sollte. Heute war es nämlich fast die ganze Zeit ein bisschen bedeckt. Ich dachte, es regnet wieder und damit ich nicht wochenlang warten muss, unterm Dach trocknet sie doch schon schneller. Nach dem Wäscheaufhängen gönne ich mir eine kleine Pause auf dem Sofa, beantworte ein paar Kommentare, gucke die Nachrichten durch, was so jetzt gekommen ist. Und dann geht's auch schon in die Küche. Ich habe vorhin Rinderschmorbraten, das ist eigentlich Rindfleisch am Stück, in die Mikrowelle geschoben gehabt zum Auftauen ein bisschen. Und jetzt
fange ich schon mal an mit Abendessen, auch wenn es erst Nachmittag ist. Das braucht ein bisschen Zeit. Ich mache heute Sauerbraten mit Hilfe von Knorrsoße. Und ja, dafür schneide ich das Fleisch ein bisschen und brate es erstmal an. Dann wird das, wie auf der Tüte steht, nur mit Wasser aufgegossen und Soßenpulver rein und dann ein paar Stunden schmoren lassen. Und in der Zwischenzeit hilft Christian und schält Kartoffeln auch schon fürs Abendessen. Hallo ihr Lieben, nochmal. Wir haben Sonntag. Ich habe euch gestern Spätabend nur ein bisschen mitgenommen. Jetzt ist es Sonntag auch schon ein bisschen später. Wir haben 10 vor 5. Ich habe euch heute so ein bisschen durch den Tag mitgenommen, was wir hier so gemacht haben. Nicht alles, so Kleinigkeiten wie Zauberkasten einräumen oder Wäsche reinstopfen, die erste Maschine und Müll haben gerade die Jungs oder Ralfi hat den Müll rausgebracht und so weiter. Ne? So einige Sachen habe ich jetzt nicht gezeigt, muss auch nicht sein, glaube ich. Aber das Wichtigste, das Größte, was wir hier so erledigt haben, habe ich jetzt dabei. Genau, ich habe heute frische Haarfarbe bekommen. Da meine Tochter unterwegs ist mit den Pfadfindern, hat mir Christian die Haare gefärbt. Ich kann das natürlich auch selber. Ne? Super, habe ich schon zigtausend Mal gemacht gefühlt. Aber es ist besser, wenn jemand andere das macht. Erstmal ist das eine schöne Kopfmassage. Und zweitens kann man von oben oder von hinten besser sehen, ob überall auch tatsächlich die Farbe dran ist. Also ne? Sieht eigentlich gut aus. Ne? Genau. Das ist jetzt, dann haben wir mit den Jungs auch die beiden Palmen umgetopft und so weiter. Also einiges, nichts Globales, Großes oder so, aber halt doch einige Sachen dabei. Jetzt habe ich hier schon unser Abendessen am Brutzeln. Da muss ich euch nicht dran teilhaben lassen oder irgendwie, keine Ahnung, mitnehmen, weil das mache ich mit der Tüte von Knorr. Das ist das Einzige, was tatsächlich hier mit Tüte von Knorr gemacht wird. Aber auch nur von Knorr, das von Maggi schmeckt uns nicht so gut. Sauerbraten. Unser Hochzeitstag ist ja heute der kirchliche, ne? Der 23. Ne? Und da habe ich gedacht, ich mache Sauerbraten. Das lieben hier alle. Und ich denke, nach einem ganzen Tag irgendwo mit ganz, ganz vielen Kindern im Wald da rumrennen, irgendwelche Aufgaben erledigen, wird das meinem Mann gut tun. Wir haben auch schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Genau, und jetzt mache ich auch noch einen Nachtisch. Und den zeige ich euch wieder ein bisschen näher dran, ein bisschen genauer und nicht den Schnelldurchlauf, wie sonst wirklich heute die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Ja, ist aber auch nichts Großes, Besonderes, Aufwendiges, habe ich schon mehrmals gemacht, nur eben in letzter Zeit schon länger nicht mehr. Ich mache heute eine Schichtspeise wieder mit Nektarinen. Aber ich hatte ein paar Nektarinen, die nicht mehr so frisch waren. Die habe ich jetzt abgezogen. Das ist ein Hummelkram, das sage ich euch. Einfach mal die Haut abgezogen. Natürlich den Stein drinne weg. Und das wird eine Schicht sein. Und eine Schicht werden Erdbeeren sein. Und zwar die aus dem Gefrierschrank. Genau. Und dann wird das noch mit Quark, Schlagsahne, Löffelbiskuits. Und Zucker habe ich nicht mit drin. Hier, okay, holen wir mal Zucker raus. Genau. So. Und ich nehme mal in einen, ich denke mal in den ganzen Quark, ein bisschen was von diesem Berry-Joghurt-Spice. Das ist sehr lecker. Da sind Sachen wie 89% Beerenpulvermischung. Himbeere, Blaubeere, Erdbeere, Acai-Beere. Dann Minze, Zitronenschale und Vanillepulver. Das konnte ich tatsächlich sogar lesen, weil es nicht ganz so klein geschrieben ist wie bei manchen anderen von diesen Bottichen. Ja, davon nehme ich ein bisschen was rein. So, und jetzt legen wir einfach mal los.
Genau. Als erstes schlage ich in meinem Speedy von Tupper. Man kann natürlich auch einen normalen Mixer nehmen. Aber das Ding ist bei mir immer zusammengebaut, solange wie, ja, das geht so schnell hier jetzt. In der Zeit kriegt man nicht mal den Mixer zusammengebastelt normalerweise. So, dann ein bisschen Zucker. Auch hier ein bisschen Zucker in die Sahne rein. Vanillezucker. Und zwei Päckchen Sahne steif. Ich habe zwar nur einen Becher Sahne, aber ich nehme trotzdem zwei Päckchen Sahne steif, weil ich noch eine ganz große Menge Quark reinpacken werde. Das passt schon. Jetzt wird das Ganze einfach mal verprügeln. Fertig. Schnell und einfach. Jetzt geht's weiter. Ich habe hier den Quickchef von Tupper, den habe ich auch schon gefühlt 300 Jahre. Und da gebe ich jetzt einfach mal die Nektarinen rein und mache die klein. Also einmal schreddern. So schaut das jetzt aus. Einmal wieder umfühlen, weil ich das Ding gleich brauche. Ja, und jetzt die Erdbeeren. Perfekt, finde ich. Sieht gut aus. So, und jetzt vermische ich den Quark mit der Sahne. Ich habe jetzt hier 500 Gramm. Ganz normaler Speisequark. Magerquark ist das bei mir. Ein bisschen Zucker. Und dann die Schlagsahne. So, und jetzt teile ich diesen Quark in zwei Hälften und in einen gebe ich die Nektarine rein. Machen wir mal weg. Und in den anderen die Erdbeeren. So, und in den Erdbeerigen gebe ich jetzt ein bisschen was von dieser Mischung. Eigentlich kann man das sogar in beide reingeben. Und verrühren. So. Ach so, probieren nicht vergessen, ob das auch süß genug ist. Ganz kleines bisschen Zucker kann tatsächlich in jeden noch. Hier nicht ganz so viel, in die Erdbeeren ein bisschen mehr. Das ist das jetzt. Erdbeeren, Nektarinen. Und jetzt wird gebastelt. Ich habe jetzt mal gedacht, ich mache noch irgendwo die Löffelbiskuits reintunken. Aber das ist ziemlich flüssig geworden. Deswegen brauche ich, glaube ich, gar keinen. Wir essen das ja nicht gleich. Sondern ich denke mal mindestens 1,5 Stunden haben wir noch bis dahin. Deswegen passt das. Nur das passt nicht.
Das heißt, ich schneide jetzt ein bisschen was von den Löffelbiskuits ab. Wenigstens für die unterste Schicht. Ja. Und als erstes gebe ich ein bisschen Erdbeerquark rein. Und dann die Löffelbiskuits. So. Dann mache ich einen Löffel. Moment, da. Kommt der Nektarinenquark. Und dann wieder die Löffelbiskuits. Also, und dann schichten wir das einfach mal so weiter. Und dann gebe ich einfach obendrauf noch, ich glaube ohne die Löffelbiskuits, ein bisschen was von dem Erdbeerquark. Und jetzt treibe ich einfach mal Schokolade drüber. Und fertig. Dann wandert das Ganze in den Kühlschrank. Das ist jetzt mein Nachtisch für heute Abend. Na, ist doch schön geschichtet, hell und also so gelb und rosa. Schön viel Schokolade obendrauf. Das geht jetzt in den Kühlschrank und darf durchziehen. Ja, der Nachtisch ist im Kühlschrank. Die zweite Waschladung ist fertig. Hole ich raus, stecke da jetzt ein paar Badezimmerteppiche rein. Mache an und hänge wieder die Wäsche auf. Ich nehme euch heute aber nicht weiter mit, weil während ich da jetzt beim Abendessen fertig bin, also Kartoffeln aufsetzen, das Fleisch kleiner, also in Scheiben schneiden, damit es besser durch ist, weicher wird und so, ist am Ende richtig butterzart geworden übrigens. Kommt meine Mama, um meine Neffen abzuholen. Die kommt extra ein bisschen früher, damit wir ein bisschen Zeit zusammen haben und ein paar Klamotten von mir durchgucken, ob die was davon gebrauchen kann und so weiter und so fort. Nach dem Wäscheaufhängen gucke ich im Tomatenhaus nach und hole höchstwahrscheinlich die allerletzten Tomaten für dieses Jahr raus. So viele sind es wirklich nicht dieses Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es besser. Und danach gehe ich, wie gesagt, schon mal in die Küche und mache ja alles so richtig fertig, vorbereiten fürs Abendessen, weil jetzt ist es, Entschuldigung, ein bisschen später schon und die Pfadfinder im Anmarsch, die haben Nachricht geschickt, in einer Dreiviertelstunde sind die da. Ihr Lieben, wir haben jetzt 8 Uhr, wir haben schon gegessen. Ja, natürlich sind die Pfadfinder schon da und kamen die irgendwas nach 6 war das schon, als die kamen. Mama war da, meine Mutter, ne, die hat Ryan abgeholt für meine Schwester, weil sie sich da um Alinchen kümmern muss. Ne, die muss jetzt ins Bett und so weiter. Flo muss auch, glaube ich, schon los wieder zur Arbeit, der ist ja beim Bund. Und deswegen hat Mama reingeholt. Die wollte eh herkommen, um meine Klamotten durchzugucken, die ich letztens aus dem Schrank rausgeschmissen habe. Ne? Wisst ihr noch, ich habe den Kleiderschrank von mir ausgemistet und da waren Sachen von Mama, die sie mir vor ein paar Jahren, als ich durch die Krankheit so viel abgenommen hatte, mal gekauft oder auch abgegeben hat, in die sie nicht mehr reingepasst hat, weil sie damals ein bisschen mehr gewogen hatte. Und ich war auf einmal ganz spontan dünner als sie, hat sie mir die Sachen, die ihr nicht gepasst haben, abgegeben. Jetzt ist es andersherum, ich bin wieder so fett geworden und sie hat abgenommen. Jetzt habe ich ihr ihre Sachen zurückgegeben und von den Sachen, die ich mir damals gekauft habe, ne, für dünner, auch noch welche.
Da hat sie noch einiges von mir mitgenommen, was sie für Alinchen, woraus sie was nähen kann, weil der Stoff so gut ist, ne, und keiner von uns beiden das tragen kann. Näht sie da draus für Alinchen was und auch für Ryan hat sie ein paar Hosen von mir, wo der Stoff sehr gut ist, so Jeans oder so ne, ähnliches. Näht sie für den kleinen Großen auch was da draus. Ja, also hat sie so einen Riesensack gerade hier rausgeschleppt. Ja, und dann Ryan mitgenommen und bringt ihn jetzt zu Katharina. Ja, gegessen haben wir schon, war sehr, sehr lecker. Bei uns wird Sauerbraten, vor allem mit der Tüte von Knorr, sowas von gerne gegessen. Ich habe deswegen gleich mehr gemacht. Morgen gibt's nochmal, entweder dann mittags oder vielleicht sogar einfach abends wieder. Vielleicht muss ich morgen auch nicht kochen. Wäre auch nicht verkehrt. Ja. Beim Nachtisch hätte ich vielleicht doch die Löffel Biskuits in Milch oder irgendeinen Saft kurz reintunken sollen. Ganz so durchgesuppt sind die noch nicht. Morgen werden die bestimmt schöner sein. Es schmeckt super lecker. Also richtig, richtig lecker, fruchtig und frisch und so. Aber halt, die Löffel Biskuits sind nicht so weich, wie ich das gerne hätte. Ja. Und ansonsten war es das. Ich bin hundemüde, obwohl man nicht wirklich sehen kann, was ich heute alles gemacht habe. Es war nicht wenig, was ich heute gemacht habe. Ich habe auch so gut 3000 Schritte hier nur durchs Haus, ohne irgendwie wirklich das Haus zu verlassen oder das Grundstück, hier rumgelaufen. Und ja, ist aber halt so, ne? Man sieht nicht, was man gemacht hat. Ärgert mich manchmal, ne? Aber so ist unser Hausfrauen los. Unsere Arbeit wird nicht gesehen. Ist so. Genau. Ja, das war jetzt mein Wochenende. Inklusive unserem Hochzeitstag, von dem ich, ist kein Hochzeitstag. Ganz normaler Tag, wie sonst auch immer. Ja, morgen ist Montag, da geht der Alltag wieder los. Die Kinder Raffi zur Schule. Isi hat die Ausbildung 2 Tage Kindergarten, 3 Tage Schule. Und morgen und übermorgen ist sie im Kindergarten und danach eben in der Schule. Und die Männer gehen morgen wieder zur Arbeit. Vorhin hat Christian Flo weggebracht. Ne, der kann ja noch nicht selber so ein Schaltauto fahren wegen seinem Bein. Ich denke, ist aber bald besser. Also heute schon viel besser gewesen. Er war nur halt ohne Auto hier. Also hat Christian ihn zu seinen Eltern gebracht. Die wohnen ja nicht weit hier und da wollte er noch irgendwas bei seiner Mutter irgendwie was helfen. Mit Rad. Und hat sie irgendwas gefragt. Und die bringt ihn dann nach Hause. Ja. Genau. Das war's jetzt. Das war jetzt so ein Video über 2 Tage von mir mit nicht wirklich kochen, aber alles so querbeet, ne? Ein bisschen haushalten, ein bisschen backen, ein bisschen Nachtisch machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen eine sehr schöne, gute, neue Woche. Nach Möglichkeit natürlich stressfrei. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.